So, hallo Leute. In letzter Zeit habe ich auf YouTube oder sehe ich auf YouTube immer mehr Booster-Tests, Bewertungen und so weiter. Und da habe ich mir einfach mal Gedanken drüber gemacht. Weil ich hatte ja auch so ein paar Booster hier, was weiß ich, oder Jack. Und da gibt es halt so viele Dinge. Also, da denke ich mir, das ist eigentlich Quatsch, das zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt gut, also was wie Pump, Fokus, Energie, Ausdauer und so. Ich finde, das ist einfach Quatsch, sowas an einem Booster zu bewerten, weil es ist einfach so, es gibt zu viele andere Dinge, die das beeinflussen, ob ich jetzt einen guten Pump habe. Also zum Beispiel, wie ich trainiert habe, was ich getrunken habe, was ich gegessen habe, alles Mögliche, wie viel ich möglicherweise auch geschlafen habe. Beeinflusst alles solche Dinge wie Pump, Ausdauer, Energie und ob man jetzt neue Bestleistung geschafft hat oder nicht. Und deswegen ist das irgendwie, kann man das einfach nicht bewerten. Und da sollte man einfach drauf vertrauen, was in den Boostern drin ist, hier jetzt mal. Und sich einfach anschauen, okay, was von diesen Stoffen könnte denn was überhaupt bewirken, sage ich jetzt mal, ne? Weil, warum fokussiert das? Weil wenn ich jetzt hier auf den Zutaten sehe, dass da halt eben hier Citrullin drin ist, so und so viel Gramm, dann weiß ich halt eben, okay, das verbessert auf jeden Fall oder erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen guten Pump habe. Es kann aber trotzdem sein, dass ich irgendwie mich aus irgendwelchen Gründen scheiß fühle, dass vielleicht im Fitnessstudio kalt ist oder was weiß ich, und ich dann eben kein Pump habe oder umgekehrt, ich nehme Jack und da ist eigentlich überhaupt nichts drin. Na gut, eigentlich ist da was drin, Arginin, Alpha-Ketoglutarat, aber eben weil hier, wie heißt es, da nur so wenig drin ist, irgendwie 1 Gramm oder so, eigentlich könnte das den Pump gar nicht verbessern, weil da nur so wenig drin ist. Und trotzdem sagt man dann vielleicht, oh ja, hier richtig geil und so. Und dann sagt man, keine Ahnung, Leute, ja, das ist voll toll, hatte voll den tollen Pump vom Jack 3D. Dabei kam das halt eben gar nicht vom Jack 3D, sondern halt von anderen Dingen, wie ich halt gesagt habe, wie man sich fühlt, was man gegessen hat und so weiter. Und deswegen ist das für mich eigentlich Quatsch, solche Booster-Bewertungen zu machen. Ich gucke halt einfach, also ich weiß von den Zutaten, wofür sie da sind und wie viel ich brauche, damit es eine Wirkung entfaltet. Und deswegen gucke ich einfach drauf, was ist da drin. Und sage ich jetzt mal, macht das Sinn? Hat das sozusagen einen Effekt hierfür, einen Effekt dafür? Und das Einzige, wo sich Tests, sage ich jetzt mal, gut sind, das ist einerseits, wie es schmeckt. Also das kann ich auf dem Label nicht sehen, wie es schmeckt. Da höre ich halt gerne von Leuten. Ob sie schmeckt. Und natürlich, das merkt man halt eben auch, wenn da was Illegales drin ist oder so, was halb Illegales, keine Ahnung, ob das jetzt genau illegal ist oder nicht. Also wenn da praktisch irgendwie jetzt DMAA drin ist oder Yohimbin oder so, ist ja in White Heat drin. Das halt eben, wo halt leider nicht draufsteht, wie viel da drin ist. Aber meistens ist es schon genug drin und dass man dann halt eben sagt, okay, zum Beispiel bei Dedicated, da haben dann alle Leute gesagt, ja, der knallt voll. Und dann weiß man irgendwann, okay, da ist irgendwas richtig Hartes drin, von dem man normalerweise nicht weiß, dass es in anderen drin ist. Da lohnt sich das jetzt zum Beispiel, um halt so einen Booster-Test und dann zu sagen, ja, da ist was drin, das ist in anderen Booster nicht drin. Aber wenn jetzt hier, wenn man sozusagen weiß, was da drin ist, dann brauche ich den nicht bewerten, weil dann ist einfach so, ich weiß, was die Wirkung von den einzelnen Substanzen ist und mal wirken, also mal sozusagen entfalten die ihre volle Wirkung und mal ist halt eben scheiße, weil ich mich halt so scheiße fühle, dann hilft der Booster auch nicht viel. Und von daher finde ich persönlich, sind meistens Booster-Tests und Booster-Bewertungen völliger Quatsch. Also bis auf den Geschmack sozusagen bringt mir das eigentlich nichts, wenn da irgendjemand sagt, ja, voll der tolle Booster, voll super Pump und so davon. Also von daher,
wollte ich das mal gesagt haben und ich hoffe, es hat euch geholfen.